Ja, hallo, ein neues Video. Hier haben wir einen Testaufbau, einen weiteren. Fangen wir mal von hinten an. Hier haben wir ein 300 Watt Netzteil, zwei Akkus für mehr Spannung, da das sonst alleine nicht genug Leistung bringt. Eine Elektronik zum Vorheizen, und zwar haben wir hier die Birne. Das ist eine schöne Philips-Birne, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Na gut, eine Philips-Birne, dann haben wir hier einen Widerstand, um die eben halt vorzuheizen, und danach die Schaltung hier misst, wie viel Spannung an der Birne anliegt, und ab einer bestimmten Spannung schaltet sie volle Leistung durch. Ich würde mal sagen, wir schalten an. Wir haben hier auch noch zwei LEDs, rot ist Heizen und grün ist volle Leistung, die werden wir aber wahrscheinlich nicht sehen. Ich kann mal zeigen, so, klick. Ja, das war's. Volle Leistung, ne? 35 Volt, 36 darf sie. Ja, taghell hier drin. Hier haben wir mal ein kleines Messinstrument und ja, so sieht das Ganze aus. Ich schalte mal wieder ab.